war. Halbzug sehen wir jetzt hier. Und wir können dann, je nachdem, wie die Lage es erfordert, auch nochmal runter reduzieren, dass wir dann nur drei Systeme haben, die scharf schießen. Und das kriegen wir hier vorne gezeigt. Wir gehen jetzt an den Trupp ran. Dann fangen wir an, dann sage ich ein bisschen was zum Waffensystem. Also, wie gesagt, der Mörser, ein relativ altes Waffensystem, über 250 Jahre alte Technologie, aber im Endeffekt hat schon großartig was verändert. Wir sehen immer dieses senkrecht stehende Rohr, ja. Und dann gibt es eine Bodenplatte. Die Bodenplatte hier unten, die ist jetzt relativ tief in der Erde drin, weil durch jeden Schuss von dem Mörser wird die Platte halt, das sehen Sie später auch, wenn die wirklich scharf schießen, in den Boden reingedrückt. Und dieses ganze Material ist verstaut in dem Fahrzeug hier. In dem Fahrzeug dann sitzen zwei Soldaten drin, das ist der Truppführer, der ist quasi der Chef von dem ganzen Haufen hier und noch ein zusätzlicher Soldat. Und dann gibt es das zweite Auto, dort wird die Munition mit. Die Fahrzeuge stehen in der Regel irgendwo im Wald untergezogen, dass der Feind die nicht sehen kann. Wenn die dann Feuerkommando bekommen, werden die wie von einer Tarantel gestochen, losdüsen mit den Fahrzeugen auf eine freie Fläche, weil die brauchen den freien Himmel zum Schießen und bauen dann dort die Waffenanlage auf. Die Waffenanlage stehen dann immer parallel auf einer Linie, weil genauso wie die Patronen hier reinwerfen, kommen die dann vorne runter. Das ist keine Waffe, mit der ich irgendwie ein Präzisionsziel bekämpfen will, sondern eine Flächenwaffe. Und vorne im Gelände, wenn die Patronen runterkommen, ist im Endeffekt so die Fläche von einem Fußballplatz mit diesen ganzen Splitter belegt. Die Patronen zeige ich Ihnen gleich, wie dann die Splitter entstehen. Und dort erzeuge ich dann noch die Wirkung im Ziel und da ist im besten Fall der Feind dann auch vernichtet in diesem Raum. Und dann irgendwann schlagen die Granaten da hinten ein. Aufschläge. Also jetzt sehen wir die ersten Aufschläge. Das ist ein Stückchen weiter rechts. Hört es jetzt auch. Und das ist hinten am Horizont in die Rauchwolken. Wie das dann abläuft, vorne bei den ganz normalen Falsch-Mega-Kompanien läuft ein Beobachter mit. Der Beobachter klärt dann ein Ziel auf. Gibt dann eine Zielmeldung an das Fahrzeug, was wir vorhin gesehen haben. Der funkt dann mit dem Feuerleiter hier, der steht da hinten an den Fahrzeugen und der gibt dann dem Mörsertrupp ein Feuerkommando. Feuerkommando ist nichts anderes. Wir haben hier in der Waffenanlage zwei Kurbeln dran. Da kann man einmal das Rohr in der Erhöhung einstellen und zur Seite einstellen, also nach links oder nach rechts und wie weit hoch oder runter das geht. Dann brauche ich meine Patrone bitte, eine Sprengpatrone. Damit stelle ich quasi dann ein, wo das Rohr hinschaut und dann nehmen die Soldaten einen so eine Mörserpatrone aus der Verpackung raus und schmeißen in das Rohr rein. Und die fliegt dann los. Relativ schwer. Außenrum ist dann quasi Metallmantel. In der Patrone drin ist Sprengstoff. Sobald die Patrone dann auf den Boden fällt, detoniert der Zünder und die Patrone verteilt dann ihre Splitter in einem wahllosen Radius. Also da gibt es keine vorfragmentierten Teile, sondern da kann sein, dass so ein Riesenschrapnell da rausbricht oder ganz viele kleine Splitter da rausbrechen und mit denen will ich halt dann Wirkung im Ziel erzeugen. Hier hinten sind die Teiltreibladungen drauf, das ist Sprengstoff, der quasi dann die Patrone nach vorne befördert. Wie funktioniert das dann? Der Soldat schmeißt die Patrone hier oben ins Rohr rein, dann ist unten in dem Rohr so ein kleiner spitzer Dorn, der Dorn schlägt hier vorne auf die Patrone drauf, die entzündet hier drin eine Ladung, die entzünden dann hier oben die Teiltreibladung und dieses Feuer, was da drin in dem Rohr entsteht, fördert die Patrone dann aus dem Rohr raus und mit der Richtung, die die Soldaten eingestellt haben und mit der Erhöhung, also mit der Entfernung auch und was die da hinten berechnet haben, kommt die Patrone dann im Ziel runter, wo der Beobachter das haben will. Manchmal muss der Beobachter noch ein bisschen korrigieren, wenn er halt nicht die genauen Zielkoordinaten hat, aber je genauer die Zielkoordinaten sind, umso besser kann er den mit der Patrone treffen. Ein sehr bewährtes Mittel in der Kriegsführung, auch in der Ukraine wird der Mörser noch regelmäßig eingesetzt, weil es halt so
die Artillerie des kleinen Mannes ist. Der ist schnell beweglich, wir kriegen ihn auf den zwei Fahrzeugen gut transportiert und können ihn auch mit nach vorne nehmen. Und hier ist die Besonderheit, dieses ganze Material hier kann ich auch aus dem Flugzeug rausschmeißen. Logischerweise ohne die Fahrzeuge, wir packen das dann um auf Paletten, die binden wir dann einen großen Fallschirm dran, schmeißen es aus dem Flugzeug raus. Die Männer springen hinterher, die können auch alle ganz normal Fallschirm springen, landen dann auf dem Boden, sammeln auf diese Waffenanlage, bauen die auf und somit sind wir in der Lage, direkt dann von dem Ort, wo wir im Fallschirm abgesprungen sind, dann mit der Mörserpatrone zu schießen. Eine große Haubitze oder sowas, was jetzt auch in der Ukraine rumfährt, die kann ich halt im Flugzeug irgendwo hinbringen und deswegen ist das hier für uns essentiell wichtig, um halt vorne, wenn wir nicht weiterkommen, mit den normalen Soldaten, mit den Handfeuerwaffen, halt hiermit dann die Wirkung im Ziel zu erzeugen. Also alles, was 50 Meter um den Aufschlag rum steht, ist tot. Oder schwer verletzt. IED, beziehungsweise später Sprengmörser, Injuries, Amputation, oberhalb des Knies, beide Beine. Kamera, es geht jetzt einmal raus, ja. Hier brauchst du noch Munition? Ja. Das war am Anfang der Tag. Warte. Auf 3, 1, 2, 3. Komm, die Trinity. Tut uns weh. Wir haben eine. Tut uns weh. Ja. 6%. Wir haben eine Amputation bei der Beine bei Zustand nach AED, 60 dritte Schussverletzung. Versorgt für Trinity. Initiale Beschwerden, Symptome waren im Endeffekt eben die Amputation bei der Beine, dann starke Schmerzen und starker Blutverlust. Wer will, kann die mal in die Hand nehmen. Ist relativ schwer, die Patrone. Wie viel wiegt die? Wie viel wiegt sie? 13 Kilo. 13 Kilo wiegt die Sprengpatrone. Wir haben da noch andere Patronen. Wir haben neben der Sprengpatrone haben wir noch Leuchtpatronen. Haben wir noch eine da? Die sieht von außen jetzt ein bisschen anders aus, damit die Soldaten die auch im Stress finden. Die halten tue ich nicht, ist mir zu schwer. Und in der Leuchtpatrone ist quasi zwei so Leuchtkörper sind ja drin. Die Patrone geht dann über den Boden auf, das kann man einstellen. Dann bricht die auseinander und aus der Patrone kommen dann zwei so kleine Töpfchen fallen darunter, da hängt ein Fallschirm dran, die brennen dann ganz hell und machen dann, wenn es dunkel ist, also in der Nacht, leuchten die dann unten das Vorfeld und dann ist es einfacher, dann das Ziel aufzuklären. Und dann haben wir noch so Patronen mit Nebel. Das haben wir vorhin ja auch gesehen, als die Melz geschossen hat, ist der Wiesel ja dann ausgewichen. Die haben so einen kleinen Nebelkörper geschmissen und das gibt es dann nochmal eine Nummer größer, dann auch mit der Mörserpatrone. Den Nebel, den ich damit verschießen kann. Und damit habe ich halt die Möglichkeit, nicht nur vorne Letalwirkung zu erzielen, sondern ich kann auch mit dem Nebel oder mit der Leuchtpatrone auch mich im Angriff unterstützen, beziehungsweise den Kompanien die Möglichkeit geben, mit dem Nebel sich zu verschieben, auszuweichen. Das ist halt dafür da. Genau. Relativ simple Technik, geht selten was kaputt. Einziger Nachteil von der Technik, super schwer zu tragen. Also die Männer, wenn die Waffenanlage irgendwo in Stellung bringen, da ist richtig Gebucke, weil die Bodenplatte, wie viel Kilo wiegt die? 64 Kilo. Allein die Bodenplatte wiegt 64 Kilo, die muss zu zweit getragen werden. Da sind wir auch eklig weit weg entfernt von irgendwelchen Arbeitsschutzbedingungen, weil die Bodenplatte auch deutlich älter ist, wie wir alle hier stehen. Ne? Also dieses Waffensystem ist alt, und aber zuverlässig und funktioniert. Kommando mit fünf Gruppen. Im Endeffekt hat jedes Rohr einmal also fünf Patronen abgefeuert. Die sind jetzt, das geht halt bei dem, die 12 Sekunden so schnell wie möglich zu verstanden. Also die Männer wollen schnellstmöglich die Patronen zu Rohren schmeißen. Das ist schon die Lüge, dann auch gleich weg. Man hört jetzt auch die Einschläge. Wir verlegen wieder Richtung Fahrzeug für die nächste Station.